Legales Tuning bei Schlössern? Genau das möchte ich dir heute zeigen. Was ich hier habe, ist vom Gewicht her eines der schwersten Hangschlösser, die derzeit in Serie produziert werden. Mit 4,3 Kilogramm bringt dieses fette Hangschloss wirklich einiges an Gewicht auf die Waage. Dieses Hangschloss ist nicht nur schwer, sondern auch von den Abmessungen her ziemlich groß, wie man hier am Größenvergleich mit einer häufig verwendeten Hangschlossgröße sehen kann. Jetzt kommen wir mal zu den Besonderheiten dieses Hangschloss. Nicht nur das hohe Gewicht, der dicke Bügel und die generell extrem massive Konstruktion machen es besonders. Dieses Hangschloss verfügt nicht wie viele gewöhnliche Hangschlösser über einen Schließkern, sondern über zwei Schließkerne. Das bedeutet, man muss beim Schließvorgang beide Schließkerne betätigen. Nun muss ich allerdings mal wieder einen altbekannten Aspekt einbringen. Sicherheit ist immer ein Gesamtkonzept. Die Sicherheit ist auch nur so groß wie die schwächste Komponente, die im System enthalten ist. Kleine Analogie dazu: Was bringt der sicherste Schließzylinder, wenn man die Tür eintreten kann? Im Kontext zerstörende Öffnung leistet dieses Hangschloss wohl unfassbar viel Widerstand. Leider ist die schwächste Komponente bei diesem massiven Hangschloss halt eben das Schließsystem. Beide Schließkerne sind jeweils nur einfache sechsstiftige Standardsysteme mit eher wenig Präzision. Bei dem doch recht hohen Preis, für den das Hangschloss verkauft wird, etwas schade, jedoch nicht wirklich schlimm. Denn das Gute ist, diese Kerne kann man austauschen und somit ein hochwertiges Schließsystem einbauen. So ein Hangschloss mit zwei Kernen bietet natürlich auch mehr Möglichkeiten, was das Schließsystem betrifft. Man könnte zum Beispiel zwei gänzlich unterschiedliche Schließsysteme wählen oder man nimmt ein Schließsystem mit unterschiedlichen Bittings, also Codierungen, demnach verschieden schließend. Dadurch kann man also die Sicherheit, was zerstörungsfreie Öffnung angeht, maßgeblich beeinflussen. Ich habe mich hier zweimal für das Schließsystem ICS von der Firma Effer entschieden. In diesem Fall verschieden schließend, das heißt, ich habe hier zwei Einzelschließungen für entsprechend sehr hohe Sicherheit. Der Umbau auf solche hochwertigen Kerne ist gar nicht schwierig, kann man also problemlos selber machen. Ich finde, einem so hochwertigen Hangschloss wird ein eher minderwertiges Standardsystem, mit dem es ausgeliefert wird, halt einfach nicht gerecht. Deswegen die Entscheidung für Effer-Schließsysteme. Los geht's mit dem Tuning. Also, zunächst müssen wir den Bügel öffnen. Dafür muss man also beide Schließkerne betätigen. Anschließend seht ihr schon diese beiden Schrauben hier. Diese zwei Schrauben halten die Unterplatte. Teilweise sind diese Schrauben wirklich ziemlich festgeknallt und mit Schraubensicherungsmittel eingeschmiert. Besser, man nimmt also einen Inbus oder ähnliches, womit man viel Drehmoment ausüben kann. So, jetzt ist die Unterplatte ab und wie man sehen kann, haben wir jetzt schon die beiden Kerne in der Hand. Hier zeige ich euch noch kurz die Schrauben, die entsprechend die Unterplatte halten. Jetzt kann man die Schlüssel einfach abziehen und die Kerne aus der Unterplatte herausnehmen. Wie schon erwähnt, habe ich mich für die ICS-Kerne von der Firma Effer entschieden. Keine Sorge, auch wenn ich euch hier meine Codierungen von den Schlüsseln zeige, ist das für mich kein Sicherheitsrisiko. Das sind nämlich Schlösser aus meiner Sammlung. Ihr solltet eure Schlüssel jedoch niemandem zeigen, denn ein Schlüssel ist wie ein Passwort. Es sollte geheim bleiben.
Bevor ihr anfangt, die Schrauben für die Unterplatte wieder reinzudrehen, solltet ihr darauf achten, dass die Unterplatte bündig mit dem Gehäuse abschließt. Sollte das nicht der Fall sein, einfach die Schlüssel etwas hin und her drehen, bis die Unterplatte ins Schlossgehäuse eintaucht. Jetzt einfach beide Schrauben wieder festziehen. Und den Bügel rein. Und fertig ist das Tuning.